Kaffeehausintellektuell. Solche Verschreiben haben mich die Kollegen und Kolleginnen aus Göttingen gebeten über den Kaffeehausintellektuell. Weil Wiener, die Bücher lesen oder sogar schreiben, die werden ja immer ganz schnell nach dem Kaffeehausintellektuellen gefragt. Ich muss Ihnen da aber leider die traurige Mitteilung machen, dass der Kaffeehausintellektuelle in Wien heute leider nicht mehr vorkommt und wenn doch, dann nur mehr als Schimpfwort. Aber das war doch eigentlich schon immer so. Ich meine, dass dieses Wort so einen leicht üblen pejorativen Beiklang hatte, den Beiklang eines gescheiten Menschen, der sich irgendwelche realitätsfernen Gedanken macht, aber nie zu irgendeiner Praxis kommt, weil die ihn ja aus der Gemütlichkeit des Kaffeehauses reißen würde. Also im Begriff des Kaffeehausintellektuellen ist immer schon so ein anti-intellektuelles Ressentiment eingeschrieben. Und das erinnert mich an diese berühmte Anekdote aus den späten Tagen des Ersten Weltkriegs. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, diese Anekdote, als der K&K-Ministerpräsident Heinrich Graf Klamm-Martinitsch oder so ähnlich hieß der, auf die Möglichkeit einer Revolution in Russland angesprochen, entgegnete: Revolution in Russland? Wer soll die denn machen? Vielleicht der Herr Braunstein aus dem Café Zentral? Naja, wie wir heute wissen, sollte der Herr Braunstein aus dem Café Zentral alias Trotzki den Herrn K&K-Ministerpräsidenten dann doch noch gehörig überraschen. Also, diese Kaffeehausintellektuellen, die gab's natürlich und natürlich gibt's die immer noch, aber deren reale Existenz ist derart von Klischee überwuchert, dass es schon längst kein produktiver Begriff mehr ist. Aber trifft das nicht für den Begriff des Intellektuellen als Ganzes zu? Ich meine, kann man denn sagen, ich bin ein Intellektueller, ohne gleich vor Peinlichkeit in den Boden zu versinken? Würde man dann nicht eher irgendwelche Hilfsausdrücke verwenden? Autor, Schriftsteller, Theoretiker, aber Intellektueller? Und wenn man sagen würde, man ist ein Intellektueller, müsste man dann nicht immer dazu sagen, aber nicht so einer wie der Bernard-Henri Lévy und nicht so einer wie der Žižek. Irgendwie anders. Also, man muss schon sagen, dass dieser Begriff irgendwie ruiniert ist durch die verschiedenen Arten, wie andere Intellektuelle die Rolle angelegt haben in den vergangenen 120 Jahren. Und das berührt natürlich auch die Frage der Intellektuellen in der Politik oder der Intellektuellen und die Politik. Das große Jacques, ich klage an, des öffentlichen, des intervenierenden Intellektuellen mit seiner großen Geste, die in demokratischen Gesellschaften dann ja oft auch vom eitlen Selbstmarketing verdammt schwer zu unterscheiden ist. Na, das hat sich ja auch ein bisschen abgenützt. Das riecht ja auch modrig und staubig wie 50 Jahre nicht gelüftet. Nur Politik ohne Intellektuelle macht die Luft natürlich auch nicht besser. Die Politik, wo Flachbrust Küchenmeister ist und höchstens ein paar Experten wie Fliegen um die Politik kreisen. Der Experte, das ist ja die Schwundform des Intellektuellen. Also nichts gegen Spezialisten, aber der Experte in den Talkshows, der ist bestimmt nicht die Krone intellektueller Evolution. Diese Politik ohne Intellektuelle, also die führt ja nicht selten zu dummer Politik, die von ein paar Experten mit ein paar Soundbites aufgepeppt wird.